Sobald Proof den richtigen Forschungsdrang hat, ist er triggert und hört erst auf, wenn er die Lösung hat. Richtig, sagt der Chat. Also, beziehungsweise, das stand gerade im Chat. Aber ich bin froh, dass es rum ist. War schon ganz cool und zeigt einfach wieder, das ist halt hier alles zugeballert, ey. Rätsel, Schreine, wieder Rätsel, noch mehr Schreine. Guck gerade auf die Uhr. Sollten wir nochmal rüber zu den Debudran-Ruinen. Also jetzt habe ich wirklich den Drang, Sachen zu entdecken. Ich habe jetzt nochmal gelesen, weil ich wollte unbedingt Verkaufszahlen von Zelda finden. Das ja knapp Mithras Gebet ist bereit, wenn du 100 es Leute brauchst. durchgehend gearbeitet haben in den Titel und 300 Leute am Titel beteiligt waren in den letzten 5 Jahren der Entwicklung. Das ist natürlich schon echt cool. Wirst du mal dein Master Sword werfen? Das Meisterschwert werfen, mal gucken. Ja, das verschießt Rotationsblitze. Muss jetzt aber wieder wechseln, weil sonst erfriere ich. Keine Lust auf euch. Obwohl, Moment. Tut mir leid um deinen Kopf. Au. Spreng dich doch mal selbst in die Luft. Ach, guck mal, wenn wir da haben. Schaffe ich nicht mehr, bis zu ihm ganz rüber. Der ist gerade in der Aufstiegsphase. Vor allem, es ist 2.50 Uhr mitten in der Nacht. Und da vorne ist ein anderer Lerune. Ey, ohne Kack. Also jetzt will mich das Spiel gerade wirklich ficken. So, hier ist bedeutend wärmer. Ich muss an dem vorbei sneaken. Ich werde jetzt nicht nochmal kämpfen gegen einen. Da fehlt es mir gerade ein bisschen an der Power. Vor allem wieder super Wetter, ey. Regen, ich kann hier nicht unten irgendwo mich rein verstecken.
Da ist übrigens genauso einer, wie wir vorhin besiegt haben. Boah, gerade noch sich weggeduckt. Lasst mich doch in Frieden. Ihr könnt nichts gegen mich ausrichten. Blutflügler. Dafür ist die Tarnausrüstung echt super. Also Insekten hauen nicht ab vor allem und auch Spurtechsen und so weiter und so fort kannst du alles direkt von der Rinde pflücken. Verbraucht sich das Schwert, wenn man damit rumschießt? Ich würde einfach mal auf Ja tippen. Ich glaube kaum, dass das dann kein beziehungsweise nicht an Power verliert dabei. Wie ist das jetzt hier nochmal? Dolbran-Ruinen. Die sind aber von einem Wald bedeckt. Beziehungsweise, sie sind in einem einfachen schwarzen Nebel. Wer in dunklen Ruinen weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Ach du Scheiße, hier ist alles pechschwarz. Durchquere diese Finsternis, dann sei dir auch ein Schrein gewiss. Prüfung in der Finsternis, perfekte Zeit dafür. Ob es hier auch Feinde gibt? Worauf ich aufpassen muss, ist, dass ich hier nicht in diesen Sumpf reinfalle. Diese Rahmen sind echt schlimm. Schon ein bisschen scary Zeug. Ich höre Feinde. Leuchtstein. Ja, doof, da ich meine Fackel dabei weggesteckt habe, wa?
Hier ist wieder die Brücke. Ugh. Ja, genau, hier hinter der Wand sind Gegner. Links von mir. Da sind solche Augen. Und zwar jede Menge. Da ist ein großer Hiax, oder wie diese schlafenden Riesen heißen. Irgendwo links hier. Deshalb, ich laufe jetzt ein bisschen weg von dem. Ganz da vorne ist ein Leuchtstein und gerade war da irgendwie ein Feuer zu sehen. Na, da liegt ein Feuerstab. Und da ist ein Lagerfeuer, was wir entzünden können. Ah ne, das ist ein altes Lagerfeuer. Ich habe ja schon einen Feuerstab. Ah, jetzt ist das Lagerfeuer angegangen. Ah nee, ich habe gar keinen Feuerstab, das ist ein Meteorstab. Ups. Ich glaube, ich habe den aus Versehen getroffen damit. Nein, ich will nicht warten. Da schläft das Vieh.
Ich glaube, der hat eine Kugel bei sich um den Hals. Muss erstmal ein bisschen dicht machen. Aber sonst sehe ich den nicht. Ich glaube, dass er die Kugel nur um den Hals hat, damit man den sehen kann. Scheiße, er ist wach. Ah, okay. Mit dem Chimärenbogen kriege ich den sogar richtig schnell platt. Oh, er hat Feuer gefangen. Oh, sehr schön. Und hier hinten ist direkt der Einlass dafür. Okay, das war doch einfacher als gedacht mit ihm. Es wurde gefragt im Chat, ob ich die Axt vom Zentauren weggeschmissen habe. Ja, habe ich. Die Chimären-Axt. Kann auch sagen, warum? Weil ich sie gerade nicht brauche. Ich dachte auch eigentlich, der Feuerstab wird mir ein bisschen mehr bringen. Ah, da ist schon der Schrein. Aber allein das hier wieder, also, weißt du, ein Dungeon, der einfach komplett dunkel ist. Also Dungeon, ja, Prüfungen, sind ja inzwischen Prüfungen, sind ja eigentlich keine Dungeons mehr. Finde aber so die Ideen alle super. Link ist Asiate, die verwerten alles. Der findet es auch nicht eklig, wenn Fußnägel aufgesammelt werden. Na, antiker Reaktorkern. Wäre natürlich geil gewesen, wenn es hier auch nur irgendein spezielles Rüstungsteil gibt. Aber so ist auch okay. Die Reaktorkerne sind immerhin genau die Rüstungssachen. Rüstungsseite schon. Antiken Teile, die wirklich selten sind.
So, jetzt habe ich gegähnt, jetzt mache ich den Break. Ist ja auch schon wieder 2 Uhr morgens. Also next time weiter. Ihr könnt euer Link gerade nicht sehen, aber er ist da. Ich schwöre. In dem Sinn, gute Nacht.